liebe Freundinnen und Freunde, liebe Vertreter des Euromaidan in Berlin, wer in diesem Winter Menschen jubeln hören will, der muss nach Osten reisen. Ich selber habe in meinem ganzen Leben noch nie einen solchen Jubel gehört wie in dieser Silvesternacht, als ich mit Vitali Klitschko, der Sängerin Ruslana und meinen Freunden vom Euromaidan das neue Jahr begrüßt habe. Es war einer dieser großartigen Momente. Du denkst, die Menschen auf dem Euromaidan, die wären in der Lage, diese Macht, diese böse Macht in ihrer Regierung einfach von der Bühne aus zu besiegen. Und zwar deshalb, weil ihre Lieder eine solche Kraft haben. Diese Kraft der Lieder, diese Kraft der Gewaltfreiheit, die hat aber auch Präsident Janukowitsch erkannt und er hat sehr hart zurückgeschlagen. Ich habe im Januar die junge Journalistin Tatjana Tschernowol im Krankenhaus besucht und diese junge Frau, die wurde fast totgeschlagen, weil sie sich getraut hat, über die Korruption des Clan der Familie Janukowitsch zu berichten. Heute ist Tatjana wieder auf dem Maidan in einer der Hütten, weil sie nur dort sicher ist. Und liebe Freundinnen und Freunde, Tatjana und ihre Mitstreiterin Juri Andruchowitsch wird morgen darüber sprechen, die wissen, warum sie nicht zurück ins Zarentum, ja, unter die Vorherrschaft von Putin wollen, sondern warum sie Europa in seiner ganzen Unperfektheit, auch in seiner Zuverlässigkeit wollen. Sie wollen nämlich Freiheit. Und wir als Freiheitspartei, wir müssen an der Seite des Euromaidan stehen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich will im Osten, ich will dort nicht noch so ein Debakel europäischer Hilflosigkeit erleben wie in Syrien. Und ich bin mir eben sicher, dass es in Kiew jetzt noch die Chance gibt, durch europäische Hilfe den Weg auf demokratischen Neuanfang zu ebnen. Und diese Entscheidung, die kann allerdings nicht allein von Catherine Ashton getroffen werden. Das ist auch von mir aus eine Ansage an diese vorlaute Frau Nuland, von der ich gehört habe, sie habe schon mal Butterbrote auf dem Maidan verteilt. Diese Entscheidung auf Wirtschaftshilfe, die jetzt so wichtig ist, die muss von Präsident Obama, die muss von Angela Merkel, die muss von Kommissionspräsident Barroso getroffen werden. Und die Bedingungen dieser Wirtschaftshilfe, die müssen auf die Anforderungen der Ukraine passen. Denn ich glaube, es muss uns etwas wert sein, dass dieses größte Nachbarland Europas im Osten nicht in den Bürgerkrieg stürzt. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Freunde in Kiew, die fürchten, dass nach Sotschi der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Noch braucht Präsident Putin ein bisschen Frieden, um sich bei den Spielen, ja, man muss sich das mal vorstellen, um sich bei den Olympischen Spielen, den Friedensspielen feiern zu lassen für Größenwahn, für Korruption, für Missachtung der Menschenrechte und für Umweltzerstörung. Liebe Sportlerinnen und Sportler, ich finde, all ihr Sportler, ihr könntet ein bisschen mehr Klitschko sein und gegen diese unendliche Korruption der internationalen Sportorganisationen euch zur Wehr setzen. Lasst es nicht länger zu. Lasst es nicht länger zu, dass im Namen von Olympia Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Ich möchte, dass ein Wunsch an diejenigen, die nach Sotschi reisen, ich möchte am Rande der Pisten und ich möchte auf den Tribünen, ich möchte da sehr viele Regenbogenfahnen sehen und ich möchte da sehr viele ukrainische Fahnen sehen. Vor der marokkanischen Küste sind wieder Flüchtlinge ertrunken. Ich kann es nicht mehr lange ertragen, weil für mich fühlt sich das schon so an, dass mit jedem Flüchtling, der im Mittelmeer stirbt, auch ein Stück Europa stirbt. Ich war im vergangenen Jahr zweimal in Athen im Abschiebelager Amygdalisa, das gilt als Vorzeigelager. Dort sind Kinder eingesperrt wie Verbrecher. Keine Schule, kein Kontakt zu ihren Eltern, zwei Latrinen für 50 Jugendliche. Liebe Freundinnen und Freunde, das geht alles nicht. Menschenrechte dürfen auch in Europa nicht mit Füßen getreten werden. Ja, wir brauchen eine ganz andere Flüchtlingspolitik. Dublin 1, 2, 3, ja, das muss wieder fallen, weil die Dublin-Regelung darauf angelegt war, das Recht auf Asyl einfach zu ersticken, dieses Recht auf Asyl nicht mehr gewähren zu müssen. Und wir wissen, wie wir das verändern können. Wir wissen aber auch, dass selbst wenn wir eine europäische legale Einwanderungspolitik machen, dass wir dann trotzdem nicht alle Probleme Afrikas in Europa werden lösen können. Und mir hat das bei der Debatte auf der Sicherheitskonferenz in München gefehlt. Mit Armeen werden wir diese Probleme Afrikas auch nicht lösen. Wir müssen endlich das, was wir über Entwicklungspolitik wissen, auch machen. Liebe Freundinnen und Freunde, am Ende, aber das wird zentral sein in der nächsten Legislatur, zu eurer, meiner, unserer immerwährenden Aufgabe. Ökologische Transformation haben wir das im vorletzten Wahlkampf genannt, im letzten Wahlkampf Green New Deal. Jetzt reden wir mal einfach schlicht über die Energiewende, weil sie steht im Moment der Mittelpunkt unserer grünen Anstrengungen. Nach Fukushima, da habe ich eigentlich gedacht, dieses wahnsinnige Desaster, das setzt den Endpunkt hinter den ganzen atomaren Wahn. Ich freue mich heute noch, ja, dass es nicht nur in Italien, sondern dass es sogar in Litauen geglückt ist, ja, mit uns und unseren Freunden in Litauen ein Referendum gegen den Neubau von Atomkraftwerken zu erreichen. Aber wir haben in Brüssel immer noch ein paar Irre, die einfach nicht die Finger vom atomaren Feuer lassen wollen. Und das sind im Moment die beiden Männer Merkels, die da das Rad der Geschichte noch mal wieder zurückdrehen wollen. Es sind Kommissar Oettinger und Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Diese beiden wollen zurück zum alten Energiemix Kohle und Atom. Atomkraft soll wieder subventioniert werden und das angeblich für den Klimaschutz. Aber ein ehrgeiziges Klimaziel für 2030 wird blockiert. Verbindliche Ziele für erneuerbare Energien oder Energieeffizienz einfach verweigert. Liebe Freundinnen und Freunde, das, was Oettinger und Barroso da abgeliefert haben, das ist nichts anderes als ein Putsch gegen die internationale Klimapolitik. Und es ist auch eine kaltschnäuzige, es ist eine
kaltschnäuzige Absage an die Interessen der Menschen, die zu Tausenden, zu Zehntausenden in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland in den Branchen der erneuerbaren Energien Arbeit und Beschäftigung, nachhaltige Beschäftigung gefunden haben. Und das muss an dieser Stelle und für diesen Wahlkampf deutlich werden. Wir machen das mit der Energiewende und dem Klimaschutz um der Sache willen, aber wir machen es auch für die Menschen. Wir wissen, dass der Weg aus der Krise zum Teil eben über diesen ökologischen Umbau zu schaffen ist. Wenn wir über Arbeit und über Beschäftigung, die in Südeuropa fehlt, wenn wir darüber reden, dann wissen wir sehr genau, dass wir mit unseren Ideen des Green New Deals, dass wir da etwas schaffen können, was von Oettinger und Barroso jetzt blockiert werden soll. Und dieses Projekt, ja, das könnte das ökologisch-soziale Herz dieser Europäischen Union werden, weil die Europäische Union, die braucht ein neues Herzensanliegen, mit dem sich ihre Bürgerinnen und Bürger auch identifizieren können. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt in Deutschland scheitert. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren an die Bundesregierung appelliert habe. Macht das, was ihr in Deutschland beschlossen habt, doch auch mal in der Verlängerung in Brüssel. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auf Sigma verlassen kann. Ich weiß nicht, wie kohleschwarz dieses Sozialdemokratenherz schlägt. Aber es ist fällig, liebe Freundinnen und Freunde, was einmal die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl war. Das muss in Zukunft ein Pakt für Erneuerbare, für Energieeffizienz und Ressourceneffizienz werden. Dafür aber müssen Fossile wie Oettinger einfach mal Platz machen in Brüssel. Im Zweifelsfall, wenn die CSU sich durchsetzt mit der Forderung nach Kommissionsverkleinerung. Ich bin nicht für eine Laufzeitenverlängerung von Günther Oettinger. Es gibt dafür überhaupt keinen Grund. Liebe Freundinnen und Freunde, wer Europa verändern will, und das müssen wir, wer Europa verändern will, der muss sich aber auch zu Europa bekennen. Weil das, was vor langer Zeit die Gründungsväter beschlossen haben, dass das bessere Leben für die Bürger auf diesem Kontinent, dass das jenseits ja, der gefährlichen Idee, hochriskanten Idee des Nationalstaates und die eine Nation, die besser ist als die andere, liegt, das gilt immer noch. Veränderung, dafür stehen wir. Wir werden die Kraft sein, die in der Europäischen Union in der nächsten Legislatur und darüber hinaus für Demokratie, für Ausgleich, für Mitsprache sorgt. Aber alles das, was wir uns vorgenommen haben, das funktioniert nur, wenn dem Grunde nach das Bekenntnis zu diesem großartigsten Versuch von transnationaler Demokratie, den die Welt kennt, wenn das Bekenntnis dazu dem Grunde nach steht. Kommst du bitte zum Schluss? Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke für euren Applaus. Ich habe noch nie so lange über eine Kandidatur nachgedacht wie über diese heute. Das könnt ihr mir glauben. Mir ist sehr bewusst, dass ich jetzt wirklich schon weit über 30 bin. Aber ich bin immer noch die Gorleben-Aktivistin und ich will immer noch die Welt verändern und ich will das mit euch in Europa.